Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch Splitter aus Silber und Eis von Laura Kadea vor. Das Buch steht schon so lange auf meiner Wunschliste, also seit Anfang 2021. Da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, davon gesehen und gehört und dachte mir so, ja, okay, das könnte was für mich sein. Aber ich habe es nie gekauft, weil es mir, glaube ich, zu teuer war. Dabei kostet es nur 14 Euro, aber irgendwie. Ja, dachte ich, gut, das. Ich weiß nicht. Irgendwie dachte ich nicht, dass ich das kaufen will. Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich es gekauft und ich habe es gelesen. Und ich will es euch vorstellen. Worum geht es? Die Protagonistin Veris ist die Tochter des Königspaars des Frühlings. Und sie ist in diesem Jahr die Auserwählte, die zum Prinzen des Winterreichs gehen muss und bestenfalls versuchen soll, ihn zu töten. Einmal im Jahr muss eine Frau, also eine junge Frau im Alter von 20 Jahren, die schönste im Reich, ins Winterreich ziehen und ihr Glück versuchen, den Prinzen zu töten, der eine magische Barriere aufgezogen hat zwischen dem Feyreich und dem Menschenreich und der Eissplitter in die Herzen der Menschen schickt, um die böse zu machen. Und der, wenn er sein Tribut nicht bekommt, einen Krieg heraufbeschwören wird. Es gibt normale Auserwählte und es gibt Verfluchte. Und die Verfluchten sind der Schlüssel zum Glück, vielleicht. Denn sie können mit einem einzigen Kuss töten. Veris ist keine von den Verfluchten. Sie ist einfach nur wunderschön und kommt ins Feyreich, wo sie vom Prinzen zuallererst mal mit einer Folterrunde begrüßt wird, weil er herausfinden will, wie genau denn die, die nicht so schön sind, gedenken, ihn zu töten. Und in dem Zusammenhang lernt Veris den Prinzen und seinen besten Kumpel Rowan natürlich besser kennen und ja, lebt sich als Prinzessin an seinem Hof ein, bis er mit einem Heiratsantrag durch die Tür platzt. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich kann nur sagen, ich konnte das Buch kaum aus der Hand legen. Ich gebe es zu, 2 Tage gebraucht, aber nur, weil ich noch ein anderes Buch zwischengeschoben habe, weil ich da irgendwie süchtig nach war. Keine Ahnung. Also ich habe 2 Bücher in 2 Tagen gelesen. Und ich habe es geliebt. Ich konnte es wirklich kaum aus der Hand legen, das Buch. Es hat mir vom Schreibstil her sehr gut gefallen. Es gab nichts, was ich daran auszusetzen hätte. Es hat mir sehr gut gefallen, was die Überraschungsmomente anging, weil man zwischenzeitlich schon das Gefühl hatte, so ja, okay, komm, also so krass ist die Prinzessin jetzt nicht. Und dann ändert sich plötzlich mit einem Schlag alles und es ist so cool. Es ist richtig, richtig gut gemacht. Man hat zwar von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, okay, ich denke, da steckt vielleicht mehr dahinter, aber man vergisst es irgendwie so ein bisschen und dann, wenn es dann soweit ist, dann denkt man sich so, ha, ich hab's gewusst. Und irgendwie hat man aber doch dran gezweifelt die ganze Zeit. Ja, ich habe das Buch sehr genossen. Es hat mir viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist eine Art Märchen irgendwie in meinen Augen und es passt auf jeden Fall zur Winterjahreszeit. Also im Sommer hätte ich es, glaube ich, nicht so geil gefunden. Jetzt hat es mich schon ein bisschen in Winterstimmung versetzt. Meinetwegen könnte jetzt nochmal Weihnachten sein. Und es ist tatsächlich, wie jemand von euch hatte mir das gesagt damals. Aber es hat jetzt so lange gedauert, bis ich es gelesen habe. Aber ich weiß noch ganz genau. Dieses Buch hat in der Tat alles, was ich mir von der Wüstenprinzessin des ewigen Eises gewünscht habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Ich packe euch das Video mal nachher hier rein. Und zwar habe ich die Wüstenprinzessin des ewigen Eises gelesen, weil ich dachte, das ist so ein typisches, okay, Sommermädchen kommt ins Winterreich und der Prinz ist böse und gemein zu ihr und dann erobert sie sein Herz, Story. Aber es war direkt von Seite 10 irgendwie an klar, dass der Prinz ist gar nicht böse und der tut nur so. Und mir hat kurz gesagt alles gefehlt, was dieses Buch hier hatte. Einen bösartigen Prinzen, der auch wirklich böse ist. Eine Protagonistin, die nicht nur so tut, als würde sie kämpfen, sondern tatsächlich kämpfen kann und es auch macht. Und ein mega cooles Worldbuilding. Ich fand alles an diesem Buch echt mega cool. Ich kann es nur empfehlen. Ja.
Ist auch übrigens mein erstes Buch von der Autorin. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ja. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Das Buch kostet 14 Euro und es hat 300, etwas über 390 Seiten. Finde ich einen absolut okayen Preis. Das Cover gefällt mir an sich eigentlich auch ziemlich gut. Man sieht natürlich, dass es hier schon sehr bearbeitet ist. Aber ja, mein Gott, ne? Ich finde, es sieht trotzdem irgendwie ansprechend und schön aus. Ich finde, es passt auch gut zum Thema und zum Winter einfach. Ja. Soweit so gut dazu. Auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Wer zum Beispiel auf Märchenadaptionen steht oder einfach auf dieses klischeehafte Winter, Sommer, Frühling-Ding, für den ist es auf jeden Fall was. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch. In der Infobox findet ihr wie immer einen Link zu meinem Instagram-Account, wo es ebenfalls buchigen Content gibt und einen Link zu meinem Shop, der nicht nur eine Website ist, wo ich mich und meine Bücher vorstelle, sondern auch einen Webshop, wo ihr Sachen zu meinen Büchern kaufen könnt und manchmal auch signierte Bücher von mir. Genau. Dahin führt der Link unten in der Infobox. Schaut einfach mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mich kontaktiert oder einfach ein bisschen interagiert. Und ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.